Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wenn wir in einer Krisensituation stecken oder mit großen Herausforderungen konfrontiert sind, nachher ergibt sich eine wunderbare Gelegenheit, sich zu trennen. Aber von was? Heute habe ich einen ganz einfachen Praxistipp für dich, der kann dir sofort mehr Leichtigkeit und Kraft bringen. Der kann dir den Überblick verschaffen und der kann dir dazu verhelfen, dass du wieder die richtigen Entscheidungen triffst. Wie geht es dir, wenn du 1000 Dinge im Kopf hast? Fließen nachher die Dinge leichter oder schwierig? Oder wenn du einen Rucksack voll mit Gepäck hast, wenn der Rucksack richtig schwer ist, ist nachher die Reise oder die Wanderung angenehm oder mühsam? Wenn wir in einer Krise stecken oder mit großen Herausforderungen beschäftigt sind, nachher ergibt sich die Gelegenheit, sich zu trennen. Im Laufe der Zeit sammeln sich im eigenen System oder im eigenen Leben nach und nach so Müll an. Müll, was meine ich damit? Dinge, wo die ganze Zeit Energie abfließt. Das können Menschen sein, das können Kunden sein. Manche Kunden haben so die Eigenheit, dass sie die ganze Zeit holen, aber nichts zurückgeben. Das können Geschäftspartner sein, die was die ganze Zeit sagen, sie möchten mit ihrem Geschäft machen, aber dazu brauchen sie noch dieses Know-how und jenes und das auch noch. Und du spürst, das ist eine komplett einseitige Geschichte. Schreib diese Dinge einmal alle auf ein Blatt Papier und schreib als Überschrift, diese Dinge kosten mich Energie, da fließt Energie ab. Wie gesagt, Kunden, Geschäftspartner, das können Mitarbeiter sein. Ein Mitarbeiter, wo du die ganze Zeit hinten nach sein musst und wo du merkst, da tut sich nichts, da wird nichts besser, das wird immer schlimmer. Das kann ein Geschäftsbereich oder ein Projekt sein, wo einfach nicht fließt. Wo du die ganze Zeit Energie reinsteckst, aber das fließt einfach nicht. Schreib das auf deinen Zettel. Das können Menschen in deinem Umfeld sein. Die was die ganze Zeit nur von dir holen, aber nie was zurückgeben. Das kann zum Beispiel ehrenamtliche Jobs können das sein, wo du Obmann oder Schriftführer oder Kassierer bist. Und das machst du nur deswegen, weil sich kein anderer findet. Und die kostet es sehr viel Energie und Zeit. Schreib das auf deinen Zettel. Schreib alles drauf, was dir Energie kostet. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung zu treffen und sagen, möchte ich das ab jetzt noch weitermachen oder möchte ich es ab jetzt nicht mehr? Und vielleicht braucht es das ganz klare Nein zu Dingen, die was du ab jetzt nicht mehr möchtest. Und in einer Krisensituation oder in einer großen Herausforderung haben wir oft die Kraft und die Energie, solche Dinge abzustoßen, Nein zu sagen und zu sagen, nein, ab jetzt nicht mehr. Diese Kraft haben wir vorher vielleicht gar nicht gehabt und darum ist die Krisensituation auch eine Reinigungsgelegenheit. Und triff diese Entscheidung. Trenne dich von angestauten oder angesammelten Müll und sag klar Nein. Und dieser angesammelte Müll, das ist der Ballast, den was du hinten oben hast, der was dich schwer macht, der was dir deine Reise mühsam und anstrengend macht, der was dich im Kopf die ganze Zeit füllt und beschäftigt. Und wenn du den weg hast, wenn du diesen Rucksack ablegst, dann wirst du wieder frei und leicht. Du wirst merken, du hast auf einmal wieder die richtigen Ideen, du kriegst die richtigen Impulse, du hast wieder mehr Lebensenergie und mehr Lebenskraft, du hast wieder mehr Lebenslust. Und das ist das Allerwichtigste in einer schwierigen Situation oder in einer schwierigen Zeit. Du kannst deinen Fokus wieder neu ausrichten. Und genau das wünsche ich dir. Ich freue mich, dass du bei diesem Video dabei warst. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben und über jeden und jede, die diesen Kanal abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vierte Servus, mach's gut.